Hallo, meine imperatorischen Stargate-Springer und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Grünchen hier bei Subnautica. Und was soll ich sagen? Ich habe mich jetzt mal informiert, wo wir das letzte Ding dann bekommen, bevor wir wieder viel zu viel herumrennen und hinholen und dahin gehen und dort machen und jetzt wird es gleich wieder laut. Die eine Knospe, die gibt es auch hier sozusagen, aber die gibt es direkt gleich dort im Becken nämlich drinnen. Also ich hätte lange genug suchen können, das eine Ding da oben, das dann offen ist, das gibt es in dem Becken direkt dann selbst. Und ja, bevor ich jetzt zu viel hier hinspringe, dorthin springe, dieses mache, jenes mache, habe ich mir gedacht, na kommt, wir gehen jetzt da rein, weil ich will, ja, ich bin so jetzt im Feeling so, jetzt, ich will das Restliche sehen, ich will sehen, was bringt es, was wir da machen und so. Würde mich schon interessieren. Wir wollen ja auch mal weitergehen. So, genau. Dann machen wir das jetzt auch. Wir gehen jetzt nochmal ins Becken rein. Und schauen mal, was wir da noch Tolles machen können. Und zwar in diesen Seespalten soll das drin sein. Plamm. So, der schwimmt ja jetzt aber weiterhin hier drum, ne? Genau. Das ist immer noch so ein majestätisches Wesen, ne? Stell dir mal vor, der würde nicht sich rein nur vom Plankton und Co. ernähren. Das wäre eine üble Kiste. Genau, guck mal, da ist so eine Spalte drin, ne? Und da soll die Pflanze angeblich wachsen. Guck mal, da ist ja was. Ist das hier nicht sogar die? Da ist der Ende. Ja, da sind sie. Haben wir sogar noch nicht mal. Und... Ne, das sind die nicht. Okay, das war der doch nicht. Schön, Pfeilchen. Muss ich hier noch weiter? Ist hier die Geisterhände? Ne, das ist eine Seekrone. Ach doch, Seekrone sollten wir ja, ne? Das sollte eine Seekrone sein. Ja, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Ah, wir müssen jetzt aber erstmal noch wieder zurück in unser Schiffchen gehen. Passt doch ganz gut, da können wir mal da gucken, wie es da gerade aussieht. Dann müssen wir wieder zurück in unser Schiffchen, um das fertigzustellen. So, genau, und da müssen wir jetzt rein. Hallöchen. Hat der aber auch einen Brüller, ne? Also wenn der brüllt, das ist schon krass. Hey, Vorsicht. Du tust dir nachher noch weh, mein Freund. Und das wollen wir ja nicht. Und ich glaube, der Imperator, der Seeimperator, der bewirkt, dass die alle so friedlich und ruhig bleiben. Ah, schön. Und danach müssen wir ja noch diese Plattform, die haben wir ja schon bekommen, die müssen wir danach auch nochmal bauen. Und da kommt also noch ein bisschen Arbeit. Also ich glaube, noch ein, zwei Völkchen werden wir noch machen, bevor wir hier fertig werden. Also wird es so wahrscheinlich so zum Wochenende hin, wird dann Subnautica langsam Richtung Ende gehen. Ich habe mir da so eine Kleinigkeit überlegt, weil wir haben jetzt ja erstmal noch 7 Days, das rutscht schon auf den Platz von Subnautica. Und dann um 16 Uhr ist dort, der ist immer so, wenn ich ein bisschen Zeit habe, könnte man noch was machen. Und ich habe da eine schöne Demo gefunden, die ich gerne mal machen würde. Wäre dann sozusagen so ein kurzes LP von vielleicht 7, 14 Folgen, nur einfach mal so das einstreuen und mal schauen, was dabei halt herumkommt. Ich fand das sehr interessant, weil es so mein Stil ist, den ich halt so gerne mag. Super Fantasy Kingdom heißt das. Davon gibt es bis jetzt nur die Demo. Und da, oh, da freue ich mich ja noch extrem. Die würde ich mir nämlich auch noch schon die ganze Zeit angucken. Aber ich kam noch nicht dazu. Aber Subnautica Below Zero wird wahrscheinlich eher Richtung Ende des Jahres kommen, weil ich jetzt danach... im September wird... alles auf wahrscheinlich erstmal nur auf eine Folge pro Tag heruntergehen. Da wird wahrscheinlich nur ein Let's Play sein. Du greifst mich noch an. Ich bin ja noch infiziert. Ich glaube, die greifen mich, solange ich infiziert bin, ja an. So stand es ja drin. Solange wird es Wartheld sein, den wir jetzt erstmal dann... No. Wo kommst denn du jetzt her? Verdammt!
verdammte Axt! Ich hätte nicht gedacht, dass der hier einfach durchkommt. So ein bisschen herauslocken. Ich muss den jetzt ein bisschen herauslocken, dass der nicht auf meine Zyklopina geht. Dann müssen wir die Zyklopina müssen wir dann erstmal ein bisschen zurückschicken. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der hierher kommt. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Zum Ende hin noch mal so eine ganz schöne Aktion. Guck mal, der hängt da drinnen. Kann ich dem hier wehtun? Der hängt jetzt hier gerade drinnen, ne? Hilfe! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Kann sein, dass wir jetzt da rein und zurückfahren müssen. Ich hoffe, die Batterien sind geladen. Schnell hier rein, schnell hier rein. Schnell, 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 schnell. Rig for silent running. Engine powering up. Schnell! Wir ziehen uns ein wenig zurück! Verdammt! Wisst ihr, dass in den Tipps drinnen stand, dass man bis vor den Eingang fahren soll? Oh. Engine powering down. Bleib weg da jetzt, lass doch mal meine Sachen in Ruhe. So, mal Fabrikator nutzen. Keine Energie mehr? Wie jetzt? Ach du Heilige, die haben uns komplett leer, ne? Oh, ich habe gar keinen Platz mehr. Ach du Heilige. Ach ja, stimmt. Pass mal auf, den packen wir mal jetzt kurz rein. Ich lege mal nur eine Energiezelle erstmal rein. Ist gut, dass jetzt überhaupt noch minimale Energie drauf war. So. Da würde ich sagen, wir schaffen jetzt erstmal ganz schnell den Gegenstoff, also den Enzym zum Schlüpfen. Den Gegenstoff, das Enzym zum Schlüpfen haben wir jetzt mal schnell gebaut. Was ist das noch? Geisterkrautsamen, Geisterhändesamen. Ja, komm. Kann ich die auch irgendwie fallen lassen? Nee, geht nicht, wa? Pack mal hier rein. So, packen wir erstmal weg. Dann packe ich dich hier erstmal noch weg. Ach du Heilige. Schon wieder draußen irgendein Vieh dran. Das kannst du aber wirklich ätzend. Das ist wirklich ätzender als ätzend, wenn diese blöden Lavalarven da dran sind. Ich muss noch 5 von den Dingern wieder ran machen. 5 brauche ich. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 sozusagen.
Bin ich zufrieden, wenn ich hier wieder raus bin. Nee, warte mal, der lädt jetzt gerade den auf, ne? Der hat den aufgeladen. Ist jetzt noch irgendwo ein Vieh dran? Ja, da und da. Da gehen wir mal jetzt schnell raus. Machen die mal weg. Ah. Warte mal. Irgendwo muss noch einer sein. So. Mir wird zwar heiß, aber ich verbrenne, glaube ich, nicht, weil ich diesen Schutzanzug trage. So. Weg jetzt. Danke. Ach, das ist hier dieser komische Wächter, ne? Ihr wollt mich doch verarschen jetzt, oder? Kommt da schon wieder neue? Gut, aber nichtsdestotrotz, wir haben es erstmal geschafft. Wir können uns jetzt sozusagen, ich würde nochmal ganz kurz hier was schnabulinsken, dass wir einfach fertig sind. So, dann machen wir das hier, dann machen wir 1, 2, 3. So, dann kannst du das hier schon mal mampfen. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Dann kannst du die auch nochmal mampfen, dann sind wir richtig voll. Kannst du das hier wieder reinpacken. So, und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg zurück. Wir sind voll aufgeladen. Wir müssen jetzt hier nur aufpassen. Wir werden hier wahrscheinlich gleich nochmal unserem hübschen neuen Freund begegnen. Der badet ja extrem in der Lava drin, aber gibt ja eine andere Möglichkeit, wie ich hier rumkommen kann. Nee, ich muss direkt da durch. Ach, Leute. Der ist doch fies und gemein. Der badet da wirklich in der Lava drin, ne? Jetzt muss ich echt aufpassen. Dieser blöde Dödel. Gut, der schwimmt jetzt nach da hinten weg. Wenn du da hinten bleibst, wäre es mir am liebsten. Dass der hier auch reinpasst. Ich hatte die ganze Zeit so selbstsicher. Weil ich ja wusste, dass hier einer ist. Ich war die ganze Zeit so selbstsicher. Der kann nur da vorne schwimmen. Bla 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 bla. Weil Pustekuchen ist. Nein. Sieht mich schon. 100% sieht er mich schon. Sieht aber auch wirklich schon majestätisch aus, wie er schwimmt. Aber das ist doch irgendwie so ein Abklatsch. Ich bin hier drinne. So, und boom ist er drinne, weil die glitschen hier irgendwie ziemlich heftig durch. So, Ohren zu halten, ist wieder angesagt. Also ich muss schon sagen, wenn ich hier unten raus bin, ich werde den nicht vermissen, dass der hier war. Kann ich die nochmal abbauen? Wie wäre ich davon mitnehmen können? Dann kann ich die hier bei mir in die Batterien reinpacken, weil dann habe ich wesentlich mehr Energie dabei, ne? Weil die haben ja 500 haben allein die Batterien jetzt dann drin. Aber frage ich mich, was eine Energiezelle hat. Wie viel Energie ich dann für meine Zyklopina und so habe. Oh, das wäre ja richtig genial. Das Krasse ist, ich muss dann wieder hoch. Und da muss ich auch aufpassen, wenn ich da hochgehe. Da war ja auch nochmal einer von denen. So, na dann fangen wir mal an. Sag mal, kannst du deinen Seeimperator, kannst Madame Seeimperator nicht die Seedrachen für mich einfach bändigen? Und runter da. Ja, ja, guck mal, die sehen sich schon ähnlich, nur dass sie noch größer ist. Wesentlich größer als der Seedrache. Aber dennoch, ich könnte mir vorstellen, dass sie den Seedrachen auch, die Seedrachen sie auch angreifen. Das muss ja auch ätzend sein, die ganze Zeit nur. Das ist doch so ein langweiliges Ding, mir nur die ganze Zeit in der Ecke herumzutanzen. Der würde mich ja voll ärzen. Kommst du jetzt hier eigentlich raus, dass ich die öffne? Du wirst doch bestimmt gleich sehen, dass ich das hier dann... Hi.
Guck mal, ich hab was für dich. Wow. Oh, es ist süß. Okay, die sind jetzt schon wieder süß. Wie klein sie auch sind, ne? Aber die müssen dann auch erstmal draußen gegen die Leviathane und sowas überleben. Es sei denn, die haben diese Fähigkeit, weil guck mal, die sind ja alle hier besänftigt, dass sie vielleicht die einfach beeinflussen können. Oh. Das ist süß. Okay, das ist jetzt zum Beispiel wieder richtig cool. Nur, dass sie davon nicht viel haben. Weil die Mama hierfür immer eingesperrt ist. Hä? My young are swimming for the shallows. I thank you. Their freedom is my end. Oh. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Sehr weise. A creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. Auf Wiedersehen, meine Freundin. Und sie schwimmen jetzt alle da rein, ja? Das ist schon irgendwie krass. Sie geht sozusagen weg jetzt. Also sie hat nur so lange gelebt, bis diese Dinger schlüpfen. Also ihre Eier. Und dann durchstirbt sie. Oh, wie schon traurig. Aber gut, wo Leben geht, da erscheint neues Leben, heißt es ja immer, ne? Kann ich aber wieder zurück dann? Meine Zyklopina ist noch da hinten. Ah, oh, okay, hier wären wir. Konzentriertes Enzym berühren. Ah. Tja, irgendwo reinfassen und dann sowas. Und jetzt? Mach mal einen Selbstscan. Scan abgeschlossen. Lebenszeichen normal. Keine verbleibenden Anzeichen einer bakteriellen Infektion. So, du dürftest mir jetzt nichts mehr machen, ne? Krass. Ihr seid so süß. Die Imperator Jungtier. Irgendwie toll. Also ich würde sagen, wir gehen kurz da, weil das ist diese Anlage. Jetzt können wir auch die Beschusseinrichtung da mal abschalten. So, und ihr dürftet mir ja nichts mehr tun jetzt. Wieder, guck mal, das ist dieses Becken, wo wir waren. Das ist dieses Becken, wo ich ja dann sagte, nee, hier gehe ich nicht raus, sondern ich gehe zu meiner Möti zurück. So, und hier müssen wir, glaube ich, hoch. aber nicht mit unserem... Okay, so. Ich glaube, so müssen wir jetzt hoch, ne? Coole Sache, aber also wir sind jetzt schon zumindest so weit, dass wir das jetzt haben. Wir sind aber noch nicht fertig, meine Freunde. Denn wir haben jetzt das gemacht, jetzt müssen wir das ausschalten. Und danach müssen wir erstmal uns zurückmanövrieren. Ja, wir müssen zurück. Und wenn wir zurück sind, müssen wir auch erstmal das Raumschiff noch bauen, damit wir unseren Leuten auf halber Strecke entgegenkommen können. War das hier überhaupt hier oben, dieses Laserding, was alles abschießt? Irgendwann, wir müssen danach auch wieder komplett runterlatschen. Das Schöne ist, dass wir hier oben zumindest unendlich Ausdauer haben. Das würde ich mir in manchen Spielen auch mal wünschen. Dass du die ganze Zeit rennen kannst. Ich fand es so cool, als wir das erste Mal hier schon hier waren, ne? Oder, sag mal,
Ach so. Gut, ich bin zum Ausgang. Ja, ich bin ja jetzt auch kein Meister darin, weil ich war einmal hier, wo die Gänge sind, finde ich recht ähnlich aus. Und ich wusste nicht, dass das andere Ding da unten war. Gut, jetzt sind wir halt einmal nochmal durch. Wir haben uns das ganze Ding nochmal angeguckt, das gehört dazu. Haben wir ja schon. Das wäre jetzt was geworden. Ich hätte mir 100 Pro jetzt noch die Knochen gebrochen und das wäre zu Ende. Wurdest von Bakteriumstamm befreit, aber bist du tot, weil du da runtergefallen bist. Ha, schön. Ne, hier waren wir auch. Warte mal. Hier kamen wir her. Genau, jetzt geht's hier runter. Da musst du jetzt kurz so und... Ja, das ist ja so krass. Du gehst da so rein, auf einmal ist das aus und... Spiel zu Ende, weil du Hardcore gespielt hast und da war ein Bug im Spiel, ey. Das wäre so mies. Boah, ich würde das überhaupt nicht feiern. Aber irgendwie doch schon. Aber ich würde das Spiel dann nicht nochmal weiterspielen. Also dann, ich habe ja das meiste Mysterien schon jetzt gelöst. Nee. So, danach machen wir uns dann da zurück, holen unsere Zyklopiner da raus, versuchen sie durch die ganzen Seedrachen durchzumanövrieren. Weißt du was, komm, ich stell dich mal hier ab. Ich muss sagen, hier bin ich ein bisschen so wendiger, als wenn ich dich jetzt komplett fahren würde. Nee, das ist das Stargate für diesen einen Ort, wo wir nochmal hin konnten. Das war diese Insel nämlich. Jetzt suche ich nur das Geschütz. Denn das müssen wir auf jeden Fall abschalten. Das war ja eine der Missionen, die wir von vornherein hatten. Das ist so ein Ding, um die ganze Welt zu den ganzen Planeten zu zerstören mit einem Klick. Stell dir mal vor, diese Waffen existieren wirklich in der Menschheit. Das tut mir leid, aber Menschen könntest du so eine Sache niemals in der Hand drücken. Hast du irgendeinen dödlichen Imperator, der den ganzen Kladderadatsch da macht? Berühren! Immer wieder! So, Anlage abgeschaltet. Okay, jetzt ist das ganze Ding komplett aus, oder was? Ich hoffe, die Tore funktionieren noch. Krass. Also, von Storytelling her, was sie hier gemacht haben, finde ich cool. Manchmal leider nur meine, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, kennt ihr ja bei mir, ich sage immer nur das, was ich persönlich sehe, ich bin weder irgendwie jemand, der wirklich kritisieren dürfte, weil ich da gar keine Ahnung diesbezüglich habe und meistens fällt ja auch eher mein Persönliches damit hinein. Was mir so ein bisschen mehr fehlen würde, wäre noch ein bisschen mehr zumindest sagen, wo du denn hin sollst, was denn so ungefähr der Plan ist. Das hast du ja selbst in Gothic gehabt, wo da was und oder eine allgemeine. Also eigentlich würde mir eine Map reichen. Einfach eine Karte, die ich interaktiv nutzen kann und vielleicht selber herstellen könnte. Das wäre so noch meins. So. Da muss ich jetzt aber rüber. Und die sind jetzt weg, wa? Guck mal, die haben sich jetzt verteilt. Die Jungtiere sind weg. So, dann gehen wir jetzt da rein. Wir holen unsere Zyklopina dann jetzt ab, fahren dann retour zurück bis nach oben und versuchen dann zu unserem Heim zu kommen. Boah, guck mal. Ach du Heilige. Also guck mal, das sind so die letzten Züge. Jetzt zeigt sie ihr wahres Alter. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, du wirst so wiedergeboren, wie du es dir gerne wünschst. Allein so ein majestätisches Wesen, was auch so viel Gefühl, so viel Empathie beherrscht. Das hat am ehesten wieder. Das sollte am ehesten wiedergeboren werden. Dass sie den anderen nicht geholfen hat, weil sie einfach nur ausgenutzt haben, das kann ich auch verstehen. Warum sollte sie ihnen auch außerdem helfen? Nur weil man ein empathisches Wesen und ein fühlsames Wesen ist, muss man nicht immer helfen, bin ich der Meinung. Insbesondere nicht, wenn gefragt wird auf Kosten von deinem Nachwuchs.
Wer würde das freiwillig machen? Ganz ehrlich, ich sehe es nicht. Ich muss auch sagen, das ist, wenn ich habe jetzt nie geguckt, aber The Last of Us zum Beispiel, da kenne ich ja den Zweig da mit Joel und der Kleinen und wie er dann auch gehandhabt das hat. Und da kann ich das verstehen, wie er es auch am Ende gemacht hat. Nur weil du das eine damit machst, weil du eins dafür opfern musst, weil irgendwelche Idioten den Blödsinn verzapft haben, ja? Soll dann einer dafür geopfert werden, damit alle anderen leben können und dann auch noch meistens jemand, dem jemanden das ans Herz gewachsen ist. Klar, die Außenstehenden sagen immer, das ist ja nicht mein Kind, ich kann das doch machen, blablabla. Aber ich sehe es immer so, als selber als Vater, ich würde mein Kind auch nicht opfern, ist mir doch egal, der Rest der Menschheit in dem Sinne. Bin ich ganz ehrlich, also nach mir die Sinnflut, sage ich mal so, wie es die meisten sowieso jetzt alle schon vorleben, würde ich das auch einfach nicht machen. Also deswegen kann ich auch verstehen, dass die Sie-Imperatorin auch gesagt hat, nein, ich gebe euch nichts. Denn ihr würdet meine Kinder ja nicht mal freilassen. Warum sollen euch meine Kinder dann? Und so weiter. Bin ich vollkommen legitim und würde ich jedes Mal so auch unterstützen und auch jedes Mal so unterschreiben. Finde ich auch gut, dass ihr diese Handlung wirklich so gemacht habt. Und uns hat es ja gegeben, weil nur wir selber für uns selber das wollen. Wir wollten die Kinder nicht. Wir haben ihr jetzt auch dadurch geholfen. Wir haben uns jetzt gegenseitig im Endeffekt einfach nur geholfen. So, jetzt habe ich Angst. Und ihr wisst warum. Naja, wir gucken mal ganz sachte raus. Ja, na klar, hockst du da oben noch rum, oder was? Das ist immer so typisch so. Nein, willst du raus? Ich schwimme hier. Ich ziehe meine Bahnen und warte auf dich, mein Freund. Kann ich was tun für dich? Könntest du nicht wieder Seeimperator sein? Mal wenigstens freundlich. Warum greifst du eigentlich nur mich an? Da sind so viele andere Tiere. Warum greifst du die nicht an? Boah, wie der wartet. Das ist so voll die Lauerstellung, die er da macht. Der macht es doch mit Absicht. Er wartet doch nur wirklich hier, bis er hier durch kann. Bis er mich sieht und frisst. Der Schweinepriester. Schade, dass ich meine Zyklopina nicht hier mit reinnehmen kann. Die hätte ich jetzt echt gerne damit reingenommen. Klar schmeiße ich die da rein. Die wollen mich jetzt auch noch leer saugen. Und der schwimmt da herum und will mich halt fertig machen. Problem ist, ich komme von hier aus da gar nicht hin, wo ich hin will, wa? Ich kann dem nur so minimal aus der Sicht gehen und dann hoffen, dass ich hier irgendwie lang komme. Aber ich glaube, ich komme nicht da rein. Oder? Nee. Gucke, hier komme ich nicht lang. Ich muss jetzt hier da rumgehen. Ich muss hier leider rum. Guck mal, die greift da zum Bleistift auch nicht an. Guck mal, wie der extra wartet. Der schaut doch schon. Hier, ich schenke dir was. Ah, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, nein. Er hat aber auch ein Gefühl, ey. Ich spür dich, ich seh dich. Ich komm gleich zu dir. Ja, ja, wir machen jetzt eigentlich nur, dass wir zurück ins Boot kommen. Und dass wir dann, sobald wie möglich, hier wegkommen. Das ist so jetzt noch unser Ziel. Ich hoffe nur, dass der vielleicht irgendwie mal beidreht, weil er uns vielleicht jetzt gerade nicht sieht. Das wäre eigentlich ideal, anstatt er jetzt da die ganze Zeit diese blöden Kreise zieht. Ansonsten müssen wir halt vorbeihüpfen und dann irgendwie gucken, dass wir wieder links herumkommen.
Dann stehen wir aber so kurz möglich halt im Beschuss. Ich sehe den jetzt gerade nicht. Vielleicht hat er sich jetzt entschieden, mal eine weitere... Ich weiß nicht, ob er sich entschieden hat, eine weitere Bahn zu schwimmen, aber wir müssen mal weiter. Schneller, 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 schneller. Entschuldigung. So wie du dich gerade gefühlt hast, so werde ich mich gleich fühlen, wenn der sich umdreht und auf mich hacken will. So, ich hoffe, es ist jetzt Augen aus den Augen, aus den Sinn, bitte. Also wenn jetzt der Kopf da gleich durchguckt, dann sind wir am Töpf-Töpfs. Dann war es das. Okay, also er scheint auf jeden Fall in unsere Richtung zu spucken wollen. Vielleicht, weil er da immer noch die Zyklopina sieht. Das Einzige, was wir jetzt nur noch machen könnten, ist jetzt wirklich nur noch schnell da rein. Und weg hier. Und zwar rückwärts. Raus. Ich bedanke mich. Hier sieht's gut aus. Okay. Dann müssen wir jetzt schnell 1, 2, 3, 4, 5. Wir laden unsere Sachen jetzt schnell auf. Und dann raus. Dann nur noch raus hier. So. Alles voll auf und fertig. So, warte mal. Ich. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kann ich wieder 5 sammeln. So, dich auch nochmal. Klatsch. So, fertig machen hier. Und los geht's. So, jetzt starten wir eigentlich nur noch unsere Maschinen hier. Engine powering up. Und dann raus, würde ich sagen. Guck mal, die sind jetzt auch irgendwie anders aus, ne? So, wir brauchen jetzt die Außenkamera. Denn wir müssen jetzt hier rein. Oh, warte mal. Da hoch müssen wir jetzt, wa? Oh, oh. Wo hänge ich? Okay, ich muss hier wahrscheinlich gleich nochmal ein bisschen Reparatur leisten. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Warte, warte, warte. Ach du Heiliger. Ja, okay, 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 okay. Es kann sein, dass ich dann gleich nochmal ein paar Reparaturen leisten muss. Gut, wir sind hier erstmal raus. Wir sind jetzt in diesem Vorraum wieder drin. Da ziehen wir uns ein bisschen zurück kurz. Weil wir weiter oben das Problem haben. So, sind wir irgendwo noch irgendwo technische Störungen? Genau. So, hier würde ich jetzt erstmal machen. Dich aus. So, und jetzt brauchen wir geräuschlosen Antrieb. Und jetzt brauche ich die Kamera nach oben, bitte. Nee, rückwärts. Einfach nur erstmal rückwärts. Wir sind hier sozusagen heruntergekommen, ne? Ich muss in... irgendwo in einer Richtung. Warte mal, ich kam ja hier runtergefahren und habe mich hier dann reingesetzt. Warte mal, wo müssen wir jetzt lang? Westen? War das jetzt Westen? Das Einzige, was ich machen könnte, das werde ich jetzt auch vor... Was kostet mich, wenn ich eine Signalboje sende? Ich brauche eine Signalboje. Nee, ich brauche da Signalboje. Kupfer und Titan. Gefälle. Irgendwo muss ich ja noch Titan haben. Irgendwo habe ich einen Titan noch da. Kupferle, Titan. Sag mal, habe ich da... Hier sind Titanbarren. Schade, schade, Marmelade. So, dann mache ich hier eine Signalboje. Die werden wir nämlich jetzt schnell handeln. Wir gehen mit unserem Crapsy vor.
Und dann manövrieren wir sie zumindest. Ach, den brauche ich jetzt doch nicht. Meine Güte. Ja. Und dann fahren wir jetzt mit unserem Crabsuit schnell raus. In welche Richtung wir halt müssen. Ne, das ist halt die Frage. So, wir gehen mal jetzt hier kurz hoch. Ich nehme euch jetzt noch kurz mit, es wird eine längere Sache, weil wir müssen ja hier erstmal raus. Und sobald ich weiß, wo wir sind, können wir uns anpassen. Oder auch nicht, weil wir gleich erwischt werden von dem verdammten Riesen hier. So. Okay. Weil hier hängt ja irgendwo dieser See-Drache noch herum. Wir machen jetzt noch zusammen einfach, dass wir hier zumindest die Ausfahrten frei machen. Genau, wir müssen hier so rein. Ah, so. Wir jetzt nur den Ausgang suchen. Wo war denn der Ausgang? Ich muss hier diesen komischen Dings suchen. Warum ist es denn hier so stockdunkel auf einmal? Wo bin ich jetzt hier? Ist das hier dieser Ausgang? Ich glaube ja. Doch, 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 hier war es mit den Dingern. Genau, hier, hier, hier. Ich glaube, dass hier der Ausgang ist. Warte mal, wir gucken uns das erstmal noch schnell an zusammen. Wie gesagt, heute ein bisschen kurze Überlänge jetzt einfach, aber nur weil wir schon verplanen, müssen wir das nicht in der nächsten Folge machen. Sollten wir nochmal Titan mitnehmen, oder wir Titan haben? Komm, wir bauen nochmal ein bisschen Titan ab. Was wir haben, haben wir. Warte mal. Vorrat ansehen. Ziehen wir mal die Ionenwürfel raus. Die habe ich mir jetzt überlegt, könnten wir ja mal mitnehmen, falls wir das nochmal benötigen für irgendwelche Materialien oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Weil jetzt die schlechten Titan haben wir am meisten auch verbraucht. Ist ja eigentlich cool. Wir brauchen jetzt nur noch zurück, das Ding dann zu Ende bauen und dann haben wir das fertig. Naja, das bauen wir wahrscheinlich noch. Ich bin ja gespannt, wie die Rakete aussieht. Das sieht auch nochmal eine coole Sache. Das wird auch nochmal eine coole Sache. Boah, ich muss jetzt sagen, im Endeffekt, ja, am Anfang war es wirklich so ein bisschen mit dem Hickhack-Hook, aber am Ende haben wir wirklich gut durchgezogen. Und sind dann auch hier wirklich, auch hier bin ich auch eigentlich, bin ich zügig, auch wenn ich den Imperator ein bisschen gemieden jetzt natürlich habe, aber das liegt eher daran, am Wille zu überleben. Sonst hat es auch gepasst. Die dürften mir nichts mehr, weil wir sind jetzt ja nicht mehr infiziert. Es waren ja Einheiten gegen die Infektion, hatte ich gelesen. Die Warper. Da bin ich ja gespannt, was wir noch bauen müssen, um hier wirklich rauszukommen. Ich bin der Meinung, dass es das Ding ist. Sobald wir diese blauen Dinger da sehen. Ja, hier sind wir richtig. Sehr schön. Gut, also hier müssen wir im Endeffekt hin. Also muss ich nur kurz den Anfang dann markieren. Dass ich mit der Zyklopine dann mich dann auch dort gleich hinmache. Und dann schwimmen wir hier raus. Dann schwimmen wir hier durch dann alles. Hier unten durch, da oben durch. Und dann geht es hier ab nach Hause. Erstmal Richtung unserer Unterwasserbasis. Und danach Richtung ganz nach Hause. Und dann haben wir es geschafft. Und das hat auch nicht gerade, war auch nicht eine kurze Aufnahme. Also, ne? Also ich weiß ja noch, in der Alpha war der noch eine Weile, noch, soweit ich weiß, in der Early Access, nicht in Alpha, in der Early Access Phase. Da war es ja auch noch, ich glaube, müsste ja trotzdem in Alpha sein, ne? Da war es ja auch eine ganze Weile so, dass da auch eine Weile gar nichts kam und du auch das, glaube ich, gar nicht beenden konntest. Es war einfach dann nur ein, ja, baust du eine Unterwasserbasis auf, machst das alles fertig. Aber ich merke immer Spiele, wenn du sie irgendwann dann doch beenden kannst. Außer jetzt so bei Seven Days to Die, aber wobei ich mir da auch fragen würde, dass du vielleicht irgendwie dann irgendwann einfach bei deiner richtigen Sicherheit dann so ankommst und so weiter. Das wäre ja auch noch so ein bisschen, ne?
Da muss man auf hier werde ich meinen, hier werde ich die Signalboje raus packen. Hier auf die 3. 3. Boje einen Namen geben und Ausgang. So. Dann würde ich sagen, das könnten wir dann nämlich. Ich wollte gerade sagen, mich dürftest du jetzt eigentlich nicht mehr behelligen. Also wenn der mich nur angreift, dann weiß ich auch nicht warum. So. Also das haben wir jetzt auch. Wir gehen jetzt sozusagen in die Richtung und machen da dann auch Feierabend für heute. Da machen wir dann auch Feierabend für heute. Und in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall den Rückweg und dann schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas machen können. Aber dann müssen wir nämlich die Plattform bauen und darauf freue ich mich auch schon. Hier müssen wir jetzt nur aufpassen. Weil, wenn wir den Seeimperator nämlich mit herunterlenken, das wäre schlecht für uns. Ach, nicht Imperator, der Drache. Der Imperator ist ja wenigstens nett. Kann ich mal hier durch? Hallo. Ich bin Mr. Krabs, lasst mich durch. Müssen wir doch jetzt. Da ist der Eingang. Schade, dass man die hier nicht einfach los wird. Schade, dass man die nicht einfach los wird. Aber sehr schön. Dann würde ich sagen, sind wir für heute erstmal fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ich freue mich über was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch mal sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann werden wir weiter mit unserer Zyklopina Richtung Ausgang und zu unserer derzeitigen Basis fahren. Und von dort aus bauen wir dann uns unsere Rakete, um endgültig aus diesem, von diesem Planeten zu kommen. Bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Ob wir noch ein, zwei Folgen dauert, weiß ich noch nicht. Das sehen wir ja dann. Aber wir werden jetzt nichts quetschen. Wir werden nichts langziehen. Wir nehmen es so, wie es kommt einfach. Ne? Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder morgen. Je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.